Ja, hallo. Ich bin hier heute mit einer netten Dame in Tirol, lassen wir es dabei. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt, die ich jetzt mit euch teilen möchte, nämlich dass sie auch immer wieder regelmäßig von unseren Freunden und Feinden aus dem All, wie man das definiert, ist nicht so leicht, von Aliens entführt wird. Und das nicht erst nur ein paar Tage, sondern gleich ein paar Jahre. Viele Jahre. Und ja, wenn ich das sage, nutzt das nicht viel. Du musst die Geschichte erzählen, es ist deine Geschichte. Servus, weil jetzt haben wir gar nicht gesagt, wie soll ich dich halt nennen? Du bist jetzt die Maria, oder? Ja, hallo. Servus Maria. Erzähl einmal, seit wann kannst du dich erinnern, dass dich diese Leute besuchen? Immer schon. Es war immer schon so. Wann hat es ungefähr angefangen? Immer schon. Ich kann auch sagen, immer schon. Also ich habe keine bewussten Erinnerungen an meine Kindheit, nicht wirklich. Immer schon. Genau, das war so ein Punkt. Viele Leute können sich nicht erinnern dran. Aber du kannst dich dran erinnern. Wie hast du denn das geschafft, dass du dich überhaupt an irgendwas erinnern kannst? Das war ein Zufall. Also ich habe mich mein Leben lang anders gefühlt und dass ich nicht dazugehöre und dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und ist es die letzten Jahre mal ziemlich schlecht gegangen und ich habe dann was probiert, das heißt Inside Touch, eine Achtsamkeitsmassage. Und da muss man sich hinlegen auf eine Liege, also auf eine Liege legen, war sowieso unmöglich für mich immer, nur mit Panikattacken. Und das war so achtsam und ganz vorsichtig. Und dann war bei mir auf einmal der Gedanke, beweg dich nicht oder du bist tot. Und dann war ich erstmal schockiert und fertig. Und dann sind so nach und nach ganz kleine winzige Erinnerungen hochgekommen. Und auf einmal war der Gedanke da, ich werde von Aliens entführt. Und es hat sich dann stimmig angefühlt und seitdem ist es bei mir auch bergauf gegangen. Also es war furchtbar hart. Ich habe 3 Monate gebraucht, bis ich das vom Verstand her glauben habe können. Und es wird ja massiv gegen die Erinnerungen gearbeitet. Aber es Wer war arbeitet Zufall. da dagegen? Diejenigen, die, Ja, die die Entführer. entführen. Ja. Okay. Also die wollen nicht, dass man sich daran erinnert. Ja. Hast du auch so, ich meine, wer den Film zum Beispiel kennt, dieses The Fourth Kind, wo die vierte Art hast du auf Deutsch, da gibt es ja immer diese Schneeeulen. Hast du auch solche Bilder, wo man, du hast mal was gesagt von Hasen, glaube ich. Weiße Hasen, Wunderschön, ja. Ich habe eine Erinnerung, aber das ist mir auch erst wieder eingefallen, wo ich als Kind, als vielleicht 4-, 5-Jährige in der Nacht wieder total Angst habe, irgendwie durch die Dunkelheit ins Schlafzimmer laufe, zu meiner Mutter mich ins Bett lege und dann kommen 6 große weiße Hasen mit einer Bahre und nehmen mich mit. Wie können dich die mitnehmen, wenn du bei deiner Mutter bist? Du möchtest doch alleinig sein, oder nicht? Nein, also wenn jemand anwesend ist, dann werden die bewusstlos gestellt. Ich habe Okay. deswegen ja immer furchtbaren Zorn auf meine Eltern gehabt und da speziell auf meine Mutter, weil ich habe an der gerüttelt und ich habe da meine Hilfe erwartet. Ich bin ja nicht umsonst ins Schlafzimmer gelaufen, wenn ich Angst gehabt habe. Aber die waren nicht wegbar, die waren bewusstlos. Also die haben nie was mitbekommen. Interessant. Es war egal, wo ich war, nicht wie ich war. Ja. Also das heißt, auch die Anwesenheit anderer Personen nutzt eigentlich gar nichts, da kannst du nichts machen. Ja, und Ja, die. da gibt es auch die Geschichte. Ich habe sehr lange mir das Kinderzimmer mit meinem Bruder geteilt. Und ich habe auch so ein Stückchen aus einer Hypnose, eine Erinnerung aus der Sicht von meinem Bruder, was der gemacht hat, wenn die mich abgeholt haben. Und ich habe nur dieses Bild, dass er wohl einmal wach war und mit großen, aufgerissenen Augen furchtbar erschreckt dreinschaut, sich dann umdreht und so tut, als würde er nichts merken. Und was ich auch weiß, ist, dass mein Bruder sich das Zimmer mit mir nicht mehr teilen wollte. Also der hat furchtbare Angst gehabt vor mir und vor dem mit mir in einem Zimmer schlafen zu müssen. Aber heißt das dann, dass er sich daran erinnern kann, dass er das weiß? Das ist eine gute Frage. Also er hat es bestimmt verdrängt. Ob er es bewusst weiß, nein, ich denke nicht. Nein, die lassen keine Erinnerung zu. Nein. Es sind sehr, sehr seltene Zufälle, dass jemand eine Entführung beobachten kann. Ich denke, er weiß nichts. Nein.
fällt gerade der Film Jupiter Ascending ein. Da gibt es die Szene, wenn du den Film kennst, ich weiß es nicht. Also, wer nicht kennt, Jupiter Ascending soll laut David Wilcock eine sehr gute Doku sein. Und da gibt es das, dass eine entführt wird und der andere das beobachtet. Zufällig. Okay. Ja, Das war ist mir nur gerade eingefallen. Du hast von Hypnose gesprochen. Wie bist du auf Hypnose gekommen? eine gute Frage. Ich wollte mich erinnern und das einzige Mittel, das mir eingefallen ist, ja, ich war in diesem Forum, also es gibt ein deutsches Forum für Entführte und da ist das wohl zur Debatte gestanden, Hypnose ja oder nein, und nachdem ich draufgekommen bin, ich habe keine Chance, mich an irgendwas zu erinnern, bewusst. Ich habe einfach keinen Zugang dahin. Das ist so verschlüsselt, das wird so erklärt wie, ja, keine Ahnung. Also die verschlüsseln Erinnerungen, dass sie nicht mehr zugänglich sind. Und dann habe ich mir einen Hypnotiseur gesucht, was nicht einfach war. Habe dann einen gefunden und habe dann da. Weil der muss das ja auch Wenig, irgendwie aber ernst doch. nehmen, oder? Ja, ich habe da einen gefunden, der allerdings nichts mehr macht. Aber ich kenne einen anderen in Deutschland und der ist sehr aktiv in dieser Richtung. Der forscht, der hat auch ein Buch geschrieben. Zu wissen, dass es da Leute gibt, die Ja. das machen. Ja. Und in der deutschen Szene, das ist ein bisschen der Grund, warum wir das machen. Die deutsche Szene ist ein bisschen sehr tot, was das angeht. In Amerika kennt man das alles, bei uns war es das irgendwie gar nicht. Gehen wir mal auf den Grund, warum die Leute eigentlich entführt werden. Was, du hast ja von Hypnose, wir haben schon öfter darüber geredet jetzt. Was glaubst du, ist der Grund, warum die dich entführt und was machen denn die mit dir, wenn du dann entführt bist? Untersuchungen. Untersuchungen. Welche Art von Üble. Untersuchungen? Üble Untersuchungen. Also das war, glaube ich, medizinisch, soweit ich mich erinnern kann. Ja, und es ist sehr schmerzhaft. Also sie stechen mit allen möglichen Sonden in alle möglichen und unmöglichen Körperöffnungen. Und ja, ich habe eine Erinnerung, wo sie mich auch durch so Hindernisparcours schicken, so wie man Versuche macht mit Ratten in Labyrinthen, wo man schaut, also wo es Stromstöße gibt, in falschen Gängen und im richtigen Gang gibt es dann am Schluss irgendwas zu fressen. Das haben sie mit mir auch gemacht und das nicht nur einmal. Ja. Du hast ja was gesagt von der Fruchtbarkeit, von den Eiern, die sie dir wegnehmen. Ja. Da haben wir, glaube ich, geredet von Hybriden, die da gezüchtet Ja. werden. Ja. Kannst du dir da an was erinnern noch? Ich kann mich erinnern, da war ich ungefähr 20. Da war plötzlich ein Kind bei mir. Also ich habe es wahrgenommen, jetzt nicht mit den physischen Augen gesehen, aber ich habe es gesehen, also mit dem dritten Auge oder wie auch immer, feinstofflich. Der war plötzlich da und das war wunderschön, dass er da war. Und nach 3 Tagen sind schwarze Aliens mit stechenden, schießenden roten Augen gekommen und haben ihn mitgenommen. Ja. Und heute bin ich sicher, dass das ein Kind war von mir. Der hat mich gesucht, hat mich gefunden, wohl ohne Erlaubnis von denen. Und ja. Also das heißt, man hat dir Eier weggenommen, um damit Kinder zu züchten. Ist das so richtig? Na, ich denke auch, dass ich mir einfach vergewaltigt worden bin. Also Vergewaltigung ist eine Frage. Sie züchten schon gerne mit den physischen Körpern. Sie haben wohl angefangen mit Ei entnehmen und dann Hybride zu machen. Aber das war in der Anfangszeit. Das ist jetzt nur mehr körperlich, weil sie haben ja schon Hybride. Und sie paaren dann gern Menschen mit Hybriden. Also sie paaren zunächst den Menschen mit so einer Alienrasse und den Hybrid dann wieder mit dem Menschen. Okay, klingt kompliziert. Es ist ein großes Zuchtprogramm. Ja. Und wir haben mal darüber geredet, wer das ist, wer macht diese Entführungen, welche Rasse hast du da mal gesehen? Da habe ich keine Ahnung, leider. Also ich weiß, dass mir die Grace abholen, aber wer dahinter steckt, also dieses Kind, was sie damals wieder abgeholt haben bei mir, das waren schwarze, ich würde sagen, Reptilienartige gewesen mit stechend roten Reptilienartige Augen. Ja.
Und das ist ja nicht vorbei, oder? Also das geht ja immer noch weiter. Ja, ich fürchte, es geht immer noch weiter. Weil gestern Morgen bin ich aufgewacht mit blauen Flecken. Magst du mal Und herzeigen? Augen. Kann man da. Da sind die, gell? Die Ja. gehören zu dir. Ja, die weiß nicht, wo wir hier sind. Nicht bewusst. Ich glaube, das kann einem nicht entgehen. Könnte so sein, dass gestern auch wieder wer da war. Du hast einmal was erzählt, dass in der Hypnose, wie war das, irgendjemand von der SS oder irgendein Soldat oder irgendein Mensch da war, oder was war das für ein Typ? Das war einer, der Soldatengewand angehabt hat und das SS-Zeichen am Ärmel. Der hat das gehabt Also dieses am. Doppel-S, Ja, dieses also es Kreuzchen. war rot, das Zeichen war rot und das SS, das war in weiß. Das war auf so einer Bundesheerfarbenen, auf einem Bundesheerfarbenen Hemd war das. So Khaki-Farben. Und der ist hinter einem Schreibtisch gesessen. Und ich war wohl auch im Raum. Und der mich da hypnotisiert hat, hat dann direkt mit diesem Soldaten gesprochen. Das geht. Ja, der hat das gemacht. Das ist jemand, der in der Szene ist, in der italienischen entführten Szene. Da gibt es jemanden, das ist eigentlich ein Chemieprofessor, der ist durch Zufall auch auf diese Entführungsgeschichten gestoßen. Der hat Tausende von Leuten hypnotisiert und auch ein Verfahren entwickelt, wie man aus diesen Entführungen aussteigen kann, vielleicht. In Könnte einem Italien und England. bewusstseinsmäßig, ja. Das ist aber gut, wenn das geht. Ja. Cool. Ja, ich hätte es versucht, aber wie man sieht, hat es nicht funktioniert. Also die Idee ist, dass man die nicht mehr finden, oder wie kann man da aussteigen? Genau, dass man das Bewusstsein so erhöht, dass man die gespaltenen, also diese Einheit, die sein sollte, Seele, Geist und Körper. Körper und Seele, dass man die zusammenführt, damit das Bewusstsein erhöht, die Frequenz so weit erhöht, dass man für die unantastbar wird. Das wäre die Idee. Also es gibt eine Möglichkeit auszusteigen. Also wenn andere noch entführt werden, man kann aussteigen aus dem Ganzen. Sagen die, ja, und ich habe das Schwindeln. auch gedacht. Ja. Sitzschwindelungen. Es ist schwierig, wenn man sich nicht daran erinnern kann. Es ist schwierig. Genauso komisch wie diese Implantatgeschichte war, die von einigen Jahren über Nacht ein Implantat hatte und 2 Jahre später über Nacht war es wieder weg. Und ich kann mich aber an diese Entführungen nicht erinnern. Aber ich habe das gesehen, ich habe das am Körper gehabt, deswegen muss es glauben. Implantat. Und wo hast du dieses, was ist der Zweck von so einem Implantat? Hast du eine Idee, was der Zweck von dem Implantat sein könnte? Ja, das ist leichte Lenkbarkeit. Das ist direkter Zugriff auf den Körper. Ich denke, dass sie damit Datenabfragen ständig versorgt sind, wie man sich fühlt, was man macht, wie der Körper in Schuss ist, wie sie ihn gebrauchen können. Ich glaube nämlich auch, dass sie die Körper, die sie verwenden, unter Schutz stellen, dass keine Unter Schutz Unfälle stellen. passieren und dass die, ja, vor allem. Wenn man jetzt als Menschenfrau ein Embryo austrägt, und das machen sie ja, also sie lassen ihn bis zum ersten oder zweiten Monat im Körper, dann entnehmen sie den, bevor es auffällt, und brüten den dann selber fertig aus. Und dazu brauchen sie natürlich den Körper, sie wollen ja kein Kind verlieren, keinen Hybriden. Stimmt. Ja. Das heißt, du hast das Kind immer nur eine Zeit lang im Bauch und dann Ja. geht's wieder Ja, weg. also ich habe in meinem Leben sehr viele Schwangerschaftstests gebraucht, weil ich das gespürt habe, wenn ich schwanger war. Und es Hast du war gespürt? dann aber nicht, ja, war dann aber nicht schwanger. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Also ich habe jetzt 2 Kinder, die da sind. Ich weiß, wie das ist. Also man verwendet dich wirklich als Zuchtfabrik. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, wie soll man das sonst nennen? Also Ja. ich meine, es gibt sehr viele Geschichten, Frankreich und England sind viel weiter mit diesen Geschichten als wir. Und dass es Entführungen gibt für Zuchtstationen, das sind deutsche Geschichten, die wir schon lange kennen. Gut, na, ich fange jetzt nicht mit meinen Theorien an, aber was du sagst, ist irrsinnig einerseits verstörend, andererseits erleuchtend, weil es scheinbar sehr viele, glaubst du,
Also wir wissen, dass du nicht die Einzige bist. Wir wissen, dass es viele gibt. Also hast du jemals andere gesehen? Nein. Ich kenne Okay. sie nur aus dem Kontakt im Internet. Und es tut immer wieder gut, mit wem zu schreiben, der das versteht, der das erlebt hat oder erlebt, aber persönlich getroffen. Es ist es wert, der Schranke, es kommt einfach nicht zustande. Es kommt nicht zustande. Es ist nicht möglich. Vielleicht will ich noch. Es ist alles strengste Geheimhaltung und irgendwie unterbinden sie das. Ja, es gibt Widerstände, das haben wir auch mitgekriegt. Das ist Okay. nicht so leicht, man muss immer mit Widerständen rechnen. Aber das sind Geschichten, die kennen wir schon. Das hat die Carrie Eimer, das Problem, das gibt es oft. Ja, so im Großen und Ganzen für einen Überblick würde ich sagen, fällt dir noch was ein? Also, ich finde, das Wichtige ist, dass man aussteigen kann, dass man da nicht ganz wehrlos ist, dass es das gibt. Wie kann man merken, dass man entführt wird? Was würdest du sagen, wenn Leute jetzt den Verdacht vielleicht kriegen, dass sie es. Ob sie nun auch, wenn sie sich jetzt fragen, geht es mir jetzt auch so, woher weiß ich denn, dass ich nicht entführt werde? Das ist eben spannend, weil ich hätte mein Leben lang nie gedacht, dass ich entführt werde. Ich habe mich immer für diese Themen interessiert. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, auch über Aliens. Ich habe wirklich alles vor mir gehabt und wäre nie auf die Idee gekommen, weil sie diese Erinnerungen so abblocken. Und wenn ich jetzt von jemandem wüsste, er wird entführt, und ich würde ihm das ins Gesicht sagen, hey, du wirst entführt, der würde sagen, nein, keine Chance. Was mir geholfen hat, ich habe einen Vortrag gehört von jemandem, der von seinen Entführungen berichtet hat, und ich habe das gespürt und ich habe das gehört und dann war auf einmal dieses, ja, es ist. Aber es gibt natürlich auch so Zeichen wie ganz viel Nasenbluten als Kind, vor allem in der Nacht Nasenbluten, gerne auch auf einer Nase nur, dann unerklärliche blaue Flecken. So, und jetzt habe ich gerade wieder eine Gedankenblockade. Jetzt ist wieder alles abgeschalten. Das ist also typischer Zeichen. Man hat komische Zeichen auf den Händen oder am Körper oder man merkt, irgendwas stimmt nicht und man hat nicht die Möglichkeit, sich bewusst damit auseinanderzusetzen oder das jemandem zu zeigen. Weil dieses Implantat, das ich gehabt habe vor 5 Jahren, ist jetzt noch nicht so lang her, das hat man auch außerhalb vom Körper gesehen und ich habe es 2 Jahre lang, ich habe es nicht geschafft, zum Arzt zu gehen. Zu sagen, hey, da habe ich was, bitte wegschneiden oder anschauen, was ist das? Das ist nicht möglich. Das ist so erschreckend und das ist auch immer wieder, wo der Verstand sich weigert, wo es einfach nicht zusammengeht, wo dann kein Gedanke mehr da ist, wo in dem einen Moment denke ich mir nur so, da muss ich zum Arzt gehen und das möchte ich anschauen lassen. Und dann ist es sofort weg. Das ist so ein Vergessensmechanismus. Und auch jetzt, wenn ich darüber rede, das ist total schwierig, da dabei zu bleiben, weil sofort das einsetzt, das wird sofort weggeschalten und so, wovon rede ich denn eigentlich und wer bin ich denn und was mache ich hier? Es ist ganz, ganz eigenartig. Also könnte man sagen, hier haben wir es mit geistigen Blockaden zu tun, die bewusst dazu da sind, dass du dich eben nicht daran erinnerst. Und gegen die musst du ankämpfen. Ist das so richtig? Ja, ich denke, es ist Gedankenkontrolle. Und wo ich am Anfang, wo bei mir diese Erinnerungen angefangen haben, ich dieses Forum gefunden habe, dieses Deutsche, habe versucht zu schreiben und ich habe am Anfang wirklich für einen Satz eine Stunde gebraucht, um das hin, weil ich habe angefangen mit dem Satz, ich wollte was schreiben über meine Erinnerung und das war sofort wieder weg. Das ist ganz eigenartig. Eben, und so geht es mir jetzt auch wieder, wenn ich über diese Zeichen spreche, wie man es merken kann. Ja, ganz, also auch ein tolles Zeichen ist, wenn man vor Krankenhäusern Angst hat, speziell auf einer Liege zu liegen und wenn es nur Blut abnehmen ist oder mit Spritzen, weil wir eben so viel alle möglichen Sonden überall hineingesteckt gekriegt haben und auch Blut abgenommen und ja, alles Mögliche. Also überhaupt, diese medizinischen Untersuchungen sind entsetzlich, weil was mir geholfen hat bei den Erinnerungen ist, der Körper vergisst nicht. Ich kann es zwar bewusst nicht erinnern, aber das geht über Berührungen, über die Körperzellen. Und wenn es ähnliche Berührungen sind, wie eben bei einer medizinischen Untersuchung jetzt, der Körper erinnert. Und mich hat es dann regelmäßig umgeworfen, wenn ich als Kind, wenn man mir Blut abgenommen hat, haben sie mich schon gleich hingelegt, obwohl das hat es nicht besser gemacht. Da habe ich mich noch mehr ausgeliefert gefühlt. Aber ich habe gewusst, ich fall um. Also das war zu viel Erinnerung.
Massive Geschichte. Aber eben ist es mir so wichtig, dass das an die Öffentlichkeit kommt, und es macht zwar im ersten Moment echt schlimmer, wenn man sich erinnert, dass man entführt wird, weil es einen den Boden unter den Füßen wegzieht. Man denkt, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht einmal weiß, was mit mir ein Leben lang geschehen ist, was man mit mir gemacht hat und mit meinem Körper gemacht hat. Das ist Vergewaltigung in jeglicher Hinsicht, seelisch, geistig, körperlich, wie man sich es nur vorstellen kann. Und man denkt, ich habe trotzdem ein normales Leben gelebt, also normal unter Anführungsstrichen, natürlich immer reduziert mit dem Hintergrund. Das muss einfach raus. Und Das man denken kann wir sich ja so. viel mehr erinnern, ja. Erinnert sich, ja. Also wenn sich noch jemand erinnert und darüber reden will, kann man sich bei mir natürlich melden. Soweit ich das irgendwie kann, komme ich gern hin oder ihr könnt in Kontakt treten. Offensichtlich ist allein schon Reden drüber gut. Ja. Und das kann man gern machen. Und ich glaube, je mehr wir das wissen, also Bewusstsein ist ja nicht nur für den Einzelnen gut, sondern für die Gesellschaft. Je mehr von uns merken, dass sich da was tut, dass wir da beteiligt sind, ob wir wollen oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die Shelley Wilde, glaube ich, hat zwar große Angst davor, betrachtet sie aber ja ihre Familie, die mag diese Leute sehr gern. Ich glaube, diese Erfahrungen dürften auch sehr unterschiedlich sein. Deine, wenn ich die so höre, klingen jetzt nicht so positiv. Die können das steuern. Also diese Kontrolle, man ist ja wie gelähmt, wenn man dort am Tisch liegt, und auch wenn sie einen holen, die haben auch immer unter der Decke versteckt, alles zugemacht, sobald sie einen berühren, ist man irgendwie weg. Also ist das Bewusstsein weg und man ist gelähmt. Sobald sie dich berühren, bist du Ja, gelähmt. ja, ja. Und auch das Bewusstsein ist weg. Es geht immer um diese erste Berührung. Und dann, wenn man auf dem Tisch liegt, auch die haben diese kleinen Grays, haben so große schwarze Augen, die hypnotisch funktionieren. Also können sie einem alles eingeben. Und ich habe eben auch schon gehört, mir ist das nicht so gegangen, dass sie dann damit auch Liebe erzeugen können. Also dass Entführte sich wirklich danach sehnen, da wieder hinzukommen, weil sie glauben zu lieben dort irgendwen. Ja, das habe ich eben auch schon gelesen aus amerikanischen Geschichten. So scheint, ja. Das hat bei mir nicht funktioniert. Oder sie haben es nicht gemacht, weiß ich nicht. Ja, also ich kann dazu nichts sagen, ich kenne das nicht. Bis jetzt weiß ich noch nicht, dass ich entführt worden bin, aber es ist ja, ich muss gestehen, es ist auch ein bisschen faszinierend, weil was läuft hier eigentlich, ja? Ich bin Ja. erschrocken, weil es muss doch eigentlich. Warum kann man das nicht öffentlich machen? Warum kann man das? Würden sich doch, wenn die wirklich Hybriden brauchen, kann man das doch sicher Leute finden, die das freiwillig machen. Da muss man doch nicht. Das ist immer so meine ganze Frage in dieser ganzen Szene. Warum diese ganzen Heimlichkeiten? Warum muss man das verstecken? Warum kann man dann nicht direkt auf die Menschen zugehen? Ich glaube, dass sie alles gemacht haben, um dieses Projekt nicht in Gefahr zu bringen. Ich glaube, dass das eine Gruppe ist der Aliens, die das machen, auf Biegen und Brechen, weil die ziehen das durch. Es ist meiner Meinung nach eh durch. Und es gibt aber andere Aliens da rund um die Erde auch, die da dagegen sind. Und meiner Meinung nach deswegen diese große Geheimhaltung. Ich glaube, wenn das öffentlich gewesen wäre, sie hätten es nicht so durchziehen können, wie sie es gemacht haben im Endeffekt. Und es gibt mittlerweile schon so viele Hybride auch auf der Erde, dass sie, ich bin nicht sicher, ob sie noch auf menschliche Frauen angewiesen sind. Ich bin nicht sicher. Also es gibt mehr Hybride hier, als wir meinen wollen. Also ich kenne auch zwei Kinder. Die sind sehr hellhäutig, haben sehr wenig Körperbehaarung, haben so ein bisschen autistische Züge, also so Sozialverhalten ist ganz schwierig für die. Sind natürlich hochintelligent, aber haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gesellschaft einzugliedern. Aber das war jetzt schon fast ein politisches Statement. Das würde machen, du sagst, wenn das öffentlich wäre, könnten sie das nicht so durchziehen. Deswegen machen sie das heimlich. Das heißt, sie verstoßen gegen irgendwelche intergalaktischen oder Schöpfungsgesetze oder irgendwas. Oder gegen einen Konflikt mit irgendeiner anderen Rasse oder irgend sowas. Das ist die große Frage. Warum dürfen Sie das? Warum haben Sie das mit mir machen dürfen? Warum? Man kann sich viel schön reden. Es gibt einen Erklärungsansatz, das geht auf Atlantis zurück, dass sich die Atlanter auf einen Deal eingelassen haben mit dieser Spezies,
dass die gesagt haben, ihr kriegt von uns Technologie, ganz toll. Das Mikrofon, du mal die Hand. Ihr kriegt von uns Technologie und die Atlanta haben sich darauf eingelassen und haben aber denen Zutritt auf unsere Erde verschaffen und damit auch eine Versklavung der Menschheit. Diese Spezies hat dann die Menschen als Arbeitssklaven benutzt. Und dann gibt es halt die Theorie, den Ansatz, dass man sagt, diejenigen Menschen, die damals bei Atlantis das verbrochen haben, sind jetzt wieder hier und baden das aus. Also müssten das jetzt erdulden, aber ja, man kann sich viel schönreden eben. Ob sie es dürfen oder nicht, ist die Frage. Wer erlaubt es, wer nicht? Sie machen es. Das ist Fakt. Sie haben es gemacht und sie machen es weiter. Also dafür stehst du ja als Zeuge da oder sitzt heute da. Yes. Wissen wir, dass wir wissen auch so viele Geschichten, und das ist keine Frage, wir haben so viele Geschichten, dass da viel läuft. Eben diese Fragen, die dazu kommen, die kann ich noch nicht so wirklich beantworten. Aber dass es läuft, ist, glaube ich, klar. Ja. Schrift, das ist ja auch so. Man kann natürlich anderer Meinung sein, ihr könnt euch denken, was wollt ihr uns da zuschauen. Natürlich könnt ihr euch sagen, wir sind jetzt beide verrückt. Das steht jedem frei, das ist auch ein freies Land. Das hätte ich mir auch Aber. lange gewünscht, oder mein Verstand zu sagen, ich bin verrückt, aber mit einem sichtbaren Zeichen im Körper und mit blauen Flecken geht es. Irgendwann kann man sich's nicht mehr einreden, dass es nicht stimmt. Ich habe es sehr lange versucht. Aber es gibt einen Punkt, da gibt es kein Zurück. Und dann klärt sich mehr und mehr. Und mehr Erinnerungen lösen sich auf. Ja. Also machen Sinn im Nachhinein gesehen. Also ich bin froh, dass du diesen Weg gegangen bist, der Erinnerung, sonst könnten wir heute nicht drüber reden, dass du dir diese Mühe angetan hast, einen Hypnotiseur zu suchen und das ganze Zeugs zu machen. Aber ich glaube, die Erste, die davon profitiert, bist natürlich du selber, weil es dann auch leichter wird, wie du sagst. Ne? Ja. Und ich denke, es profitieren auch andere davon, weil es wird sicher noch mehr geben. Es wäre wahrscheinlich, wär vielleicht gut, wenn wir mehr solche, wenn wirklich noch Leute da sind, die können dann noch mehr Videos dazu drehen. Das Ja, wäre und mir vor allem es wichtig. hilft, das aufzuklären. Auch wenn man jetzt sagen würde, der Kampf ist gewonnen, die Aliens sind besiegt, was man auch immer wieder hört. Es geht darum, auch das Trauma aufzulösen, weil der Körper vergisst nicht. Ja, und auch. Das ist auch ein Menschheitstrauma, weil das ist der Menschheit angetan worden mit diesen Entführungen und mit diesen Versuchen und Züchtungen und, und. Ich meine, von Verträgen, dass es Verträge gibt, du hast ja diesen deutschen SS-Soldaten gesehen, dass es da Verträge gibt, das sind ja auch so Geschichten, die man ständig hört. Ne? Dass die Amis Verträge geschlossen haben, gegen Technologie Menschen zu vermieten, weil da die Bedingung drinnen war, dass die wieder zurückkommen müssen, während andere, von denen wir natürlich nichts mehr wissen, schon verkauft worden sind, aber die kommen dann nicht mehr retour. Insofern, da scheint einiges zu laufen an Deals, wo Menschen dafür bezahlen, dass wir dann irgendwelche, was weiß ich, neue Handy, Prozessoren oder was auch immer kriegen, keine Ahnung wofür. Wo? Glasfasernetz. Glasfaserkabel, genau. Also da werden Sachen gemacht, wo ich auch sagen muss, ich könnte verstehen, ich weiß nicht, ich kann es eben nicht einordnen, ist es ein Schöpfungsgesetz, wo wir sind der Planet der Freiheit, heißt es immer. Aber gut, nee, das ist, glaube ich, zu philosophisch. Da mache ich noch was Eigenes dazu. Es Aber ich finde. ist. Entschuldigung. Nein, du machst die besseren Erklärungen. Du hast da mehr Überblick als ich, stelle ich fest. Also das ist. Es ist auch sehr schwierig, weil es gibt sehr viele verschiedene Richtungen. Es gibt zum Beispiel auch die Aliens, die einfach von unserer Energie leben. Es gibt Aliens, die sind seelenlos und die haben kein Leben nach dem Tod. Und die leben definitiv von unserer Angst. Also es gibt Aliens, Ja, die uns das. Mh. klein halten und uns in Angst und Schrecken versetzen, weil sie sich davon ernähren. Das kenne ich, das ist die Lusch-Geschichte. Das wird ja von David Wilcock im amerikanischen Raum mit Lusch bezeichnet, das ist diese Angstenergie. Deswegen kommt ja in unseren Medien ständig Krieg und Mord und Totschlag vor, damit wir in Angst leben, weil sie von dieser Angst leben. Ja, genau, damit wir in Angst leben, weil Sie sie von dieser Angst leben, das ist ein Fütterungsprozess. Ja. Auch Genau. ein Grund, warum es wichtig ist, keine Angst zu haben, da wirklich dazu zu stehen, so wie du das machst, einfach wirklich auch sagen, aufstehen, hey, mein Leben ist was wert, wer immer da rumfuscht, das darf nicht sein an sich, so darf man das nicht machen. Ja. Aber da fällt mir ein jetzt, da hat mir dieses System, dieses italienische geholfen, weil
Ich kann vom Verstand her leicht sagen, ich habe keine Angst, ich füttere niemanden. Das ist nicht möglich. Ich habe jahrzehntelang nur bei Licht geschlafen, vor Panik. Und auch, das ist noch gar nicht so lang her, wenn ich das Licht ausgemacht habe im Bett, wenn ich schlafen gegangen bin, das war sofort Panik. Die beamen sich hin oder erzeugen nur das Gefühl im Gehirn, da ist jemand. Da hast du keine Chance, dass du sagst, ich habe jetzt keine Angst. Das ist nicht möglich. Nein. Und ich weiß auch von jemandem, der dann auch die Schritte, die Fußabdrücke auch auf dem Bett neben ihm gesehen hat. Es gibt Menschen, die hören die Schritte. Ich habe sehr lange Zeit jemanden gespürt auf meiner Bettdecke. Dazu sagen, ich habe keine Angst. Das wäre schön. Aber ist nicht möglich. Aber da hat mir diese Bewusstseinszusammenführung, dieses italienische System geholfen. Das fällt mir jetzt wieder ein, dass diese Angst weg war. Das italienische System hat dir geholfen, deine Angst zu überwinden oder zu verlieren? Oder? Ja. Ja, diese Angst zu überwinden. Dass ich Warum? nicht mehr angreifbar bin für diese Angriffe, mir Angst zu machen, damit sich jemand anderer von mir ernähren kann. Also, das kann man empfehlen, das italienische Ja, System. würde ich in diesem Sinne empfehlen. Also, wenn jemand Probleme damit hat, wir werden sicher herauskriegen, wo man diesen Italiener findet. Oder kannst du da konkret was sagen, wo man den Typen findet? Der heißt Corrado Malanga. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene, wo auch dieses System genau beschrieben ist, aber müsste man sich an dich wenden. Na, wenn das direkt geht, muss nicht über mich laufen. Man kann natürlich, aber wenn das jemand direkt machen will, ist nur wichtig, dass die Möglichkeiten zunehmen. Wenn man diesen Malanga suchen will, das geht schon. Ja, doch, da gibt es ganz viele Videos, leider sehr viel nur auf Italienisch, aber es gibt auch Übersetzungen. Also von dem gibt es sehr viel aufgenommene Hypnosen, die teilweise auf Deutsch übersetzt sind. Ja. Kann man sich im Internet anschauen. Ja. Na gut. Und eben, man Na kann auch gut, diese super. Person googeln, dass das durchaus eine honorige Persönlichkeit ist, dass das kein Spinner ist, der hat Chemie studiert, war Professor, hat da auch gearbeitet und ist durch Zufall eben auf dieses Thema gestoßen und hat begonnen zu forschen. Man lernt nie aus. Ja. Na eben, ich weiß, dass die Italiener, es gibt einen Italian Friendship Case, die haben ja eigene UFO-Behörden, die Franzosen und die Engländer auch. Also alle anderen Länder sind irgendwie weiter als der deutschsprachige Raum. Nur bei uns ist das so ein Dead Zone, wo überhaupt nichts los ist. Ne? Alle anderen wissen irgendwie mehr drüber. Deswegen, ja, haben wir noch was? Fällt uns noch was ein? Es gibt ganz viel. Es gibt ganz viel. Das ist ein Thema ohne Ende. Ja, ich merke nur, dass es mich total stresst, wenn mir kalt wird und weil ich leicht zittere, weil diese Erinnerungen, allein diese Verbindung zu diesem Thema ist so extrem und vor allem diese Diskrepanz wird dann so groß. Der Körper erinnert sich, würde so gern was loswerden und es geht da oben im Hirn einfach nichts. Es ist alles zu. Und es ist so erschreckend. Weil auch der Gedanke, weil ich mir denke, wer bin ich, wenn mein Leben ferngesteuert war oder weil ich einen Großteil meines Lebens nicht kenne? Also diese Diskrepanz zwischen dem, was der Körper will und dem, was der Geist will oder nicht wollen kann oder was auch immer. Was der Körper weiß, worüber sich der Okay. Körper gerne ausdrücken würde und was das Gehirn weiß, was der Geist weiß, was ich bewusst weiß und an was ich mich da erinnern kann. Nämlich nichts, so gut wie nichts. Weil das Problem bei den Hypnosen ist, also ich kann mich unter Hypnose jederzeit an alles erinnern, aber man weiß nicht, wie gut der Hypnotiseur ist, weil es gibt ja die Stimmen, die sagen, ein Hypnotiseur kann demjenigen, den er hypnotisiert, alles Mögliche eingeben, damit er sich an was erinnert, was tatsächlich nicht so stattgefunden hat. Okay, dann sind wir auf dem Punkt, wo man fragen muss, ist es überhaupt gut, sowas zu machen, weil hat ja dann. Überzeugend ja. Ja, also ich habe eine Hypnose gehabt, die war sehr gut, eine andere war nicht so toll. Da hat sich dann auch ein Wesen eingeklinkt, durch mich gesprochen, das mir nicht so gut getan hat. Ja, es ist ein Mittel, sich doch an was zu erinnern. Es kommt viel auf den Hypnotiseur drauf an.
Stimmt, dieser deutsche Hypnotiseur hat sehr viel Erfahrung damit. Also, ja. Ist auch interessant, dass man da aufpassen muss, klar. Würde jetzt sagen, ja, aus heutiger Sicht, ja. Können andere von deiner Erfahrung lernen und Fehler vermeiden. Was mir jetzt nur einfällt, ist, wenn du sagst, jemand hat sich auf dein Bett gesetzt, die Entführungen waren ja 3D, da bist ja du, das waren ja keine Geistwesen, nur die medizinischen, das waren ja richtige, die kann man ja angreifen. Während du hast auch geistige Kontakte, wo dich jemand aus der geistigen Welt besucht. Also da muss man, glaube ich, zunächst mal unterscheiden, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Ne? Also wer meine Theorien kennt, bei mir sind Engel und Aliens beide von anderen Planeten halt. Und da gibt es halt auch die Guten, nicht nur die Schlechten. Aber es gibt halt beide. Ich suche immer das Gute in allen Geschichten, aber manchmal gibt es nichts. Aber jedenfalls hast du eine Ahnung, wenn sich jemand auf dein Bett setzt, was ist das für, wer ist das, was ist das für einer? Will dir der helfen oder will dir der schaden? Also spürt man das doch. Ja, also die, die ich gespürt habe, wollten mir nie helfen, die wollten mir schaden. Okay. Ich kenne nur solche. Weil das kenne ich auch. Bei mir setzen sich auch Leute aufs Bett, aber die schaden mir nie. Oder? Vielleicht nur eine Erinnerung an das Ufer, das ich habe, unter Hypnose, und das deckt sich auch mit, ja, so rückwirkend würde ich sagen, Kindheitserinnerungen. Das sind runde Räume. Steril, weiß, und in diesem Raum sind 20 bis 30 Liegen. Das habe ich gesehen, so Stahlliegen, und es ist gleißendes Licht. Und es stehen jetzt um meine Liege so 4 bis 5 bis 6 kleine Greys, die da werken. Bei den kleinen Greys ist es auch relativ bekannt, dass das Bioroboter sind, ne? Während die großen ja scheinbar eine eigene Rasse darstellen. Okay, ja. Also da 5, 6 kleine Greys, du liegst auf einer Liege. Runder Raum. Gleißend helles Licht, ja. Sehr interessant. Wie hat schon. Wie viel? Es nehmen noch nicht so viel. Na gut, es sind vielleicht mehr Leute, die ein UFO von innen gesehen haben, als wir eben wissen. Ne? Wo auch immer das ist. Also das könnt ihr jetzt nicht sagen. Und das ist auch was, was ich nicht verstehe. Ist es 3D? Ist es andersdimensional? Das Einzige, was ich weiß, ist mein Körper. Wenn ich Spuren auf meinem Körper habe, muss es 3D sein. Und müssen auch die Wesen 3D sein, weil sie sonst nicht mit meinem Körper interagieren könnten. Das habe ich mir eben auch Ja, gedacht. nur wie sie die Körper durch geschlossene Räume, durch Wände bringen. Weil das Weiß Wie ich weiß ich nicht. auch nicht, aber diese Geschichten gibt es auch öfters. Der Texaner hat ja auch, da sind auch die Greys durch die Wand gekommen. Und bei dem Film The Fourth Kind über die Entführungen wird ja auch die Tochter durch die Decke gebeamt quasi. Die verschwindet vor den Augen ihrer Mutter. Ja. Also das gibt es auf jeden Fall. Also wir haben öfter solche Geschichten. Also dass die durch die Wände gehen können, das ist kein Problem. Ich habe keine Ahnung wie. Aber dass das gibt, diese Geschichten gibt es oft. Und das ist bei mir aber nicht so gewesen, dass die einfach durch die Wand gegangen sind, sondern das war ein winziger Lichtpunkt. Und aus Okay. diesem Lichtpunkt entsteht das ganze Wesen. Das ist so ein Klick und dann sind sie da. Und genauso verschwinden sie wieder. Das ist so, in einer Sekunde ziehen sie die zusammen auf einen Lichtpunkt und der ist dann weg. Das erinnert an zwei Dinge, entweder ans Beamen vom Star Trek oder an die Materialisation des Engels vom Alf Jasinski. Aber beim Alf Jasinski dauert es ein paar Minuten, bis das. Da wird aus einem Lichtpunkt in einiger Zeit so ein Wesen. Aber das, was du erzählt hast, geht relativ Ja, schnell. es ist eine Sekunde und dann sind die Okay. weg. Weg oder da. Und deswegen finde ich das auch lustig, dass mir als Kind die 6 großen weißen Hasen abgeholt haben auf einer Liege. Warum haben wir die dann nicht auch zu einem Lichtpunkt gemacht? Mir so mitgenommen. Also es ist, und man hört auch wieder, immer wieder von Entführten, die dazu gebracht wurden, das Zimmer zu verlassen oder das Haus zu verlassen und rauszugehen. Vielleicht haben wir es Ist mit gut. unterschiedlichen Gruppen zu tun. Eines, was auch ziemlich klar ist, da schwirren Tausende von Gruppen rum, angeblich 6 Hauptgruppen und keine Ahnung, wie viele andere. Und die einen werden halt Technologie haben, die andere vielleicht nicht haben. Jetzt reine Spekulation jetzt von mir, ich habe jetzt keine Quellen dazu, aber also wir haben so viele verschiedene Geschichten, von so vielen verschiedenen Rassen, Nordics, Greys, Zeta Reticuli, Gott was.
wird es ja wohl, das ist jetzt eine Idee. Ja. Das würde Sinn machen, gell? Und diese Aliens, die ich mir auch erinnern kann, das sind diese Kapuzenmänner. Da habe ich auch eine Hypnose gemacht. Da habe ich nur das Gefühl gehabt, in der Nacht war was. Und ich habe bewusst das Gefühl gehabt, es war jemand da, aber ich war so stark und sie sind wieder gegangen. Und da habe ich dann eine Hypnose gemacht. Herausgestellt hat sich, also ich war gar nicht so stark. Und natürlich haben sie alles Mögliche mit mir gemacht. Da sieht man, wie sie die Erinnerung verändern. Und die habe ich dann unter Hypnose genauer angeschaut. Also die haben einen, das war ein dunkelbrauner Kapuzenumhang. Und dann da hat der Hypnotiseur gesagt, ich soll unter die Kapuze schauen. Und dann war da einfach nichts. Es war nur, das war Leere. Das war total erschreckend, war das. Eine Es leere war Kapuze. nichts. Nein, es war nichts, es war schwarzes Nichts. Schwarzes Nichts unter der Kapuze. Und mir fallen dann nur jetzt diese schwarzen Löcher ein und dass diese schwarze Materie anscheinend 50-50 sind mit Licht. Und ja, diese schwarzen Löcher Also im irgendwie All. schon, aber ich habe die noch nie in Kapuzen, ich habe noch nie schwarze Löcher mit Kapuzenmännern in Verbindung gebracht. I'm sorry, dass ich bin mit strengen Theorien durchaus vertraut, aber schwarze Löcher in Kapuzenmännern, du schlagst mich gerade im Haus, lenk das mal ab. Das ist dann nur so gefühlsmäßig, was ich kriege, wo ich nicht sagen kann, woher dieser Gedanke kommt, wo ich nicht sagen kann, ist es richtig, ist es blöd, aber wenn diese Energie existent ist, warum nicht auch mit bewussten Wesen? Ah, okay, also die Idee ist, dass das eine Form von Energie ist. Dass es Wesen sind, dass es Wenn es Energie intelligentes ist, Wesen ist. jedes Wesen braucht Energie. Ja. Okay. Darüber muss ich nur nachdenken. Da fällt mir jetzt nicht einmal was ein. Also. Die haben aber sehr wohl auch mit so einem länglichen, silberglänzenden, stahlähnlichen Ding in mich hineingestochen. Den Schmerz durfte ich dann in der Hypnose auch sehr toll erleben. Das schwarze Sehr. Kapuzen-Nix Ja. war durchaus imstande, mich mit Ja. medizinischen Ja. Untersuchungen zu bedrängen, drangsalieren. Ja. Ein sehr handfestes Nichts. Ja. Okay. Was soll man da sagen? Ja. Man sollte mehr darüber reden und sich in dem Sinne vielleicht mehr daran erinnern, wenn es jemand gibt, der sich austauschen möchte, so also jederzeit mit mir gerne, weil ich merke, wenn ich mich darüber unterhalte, fallen mir dann wieder neue Dinge ein und ich kann vielleicht wieder irgendein Stückchen neu einordnen. Also der Kontakt wird dann über mich gehen, weil du bist jetzt hier nicht wirklich erkennbar. Aber da, wenn jemand reden will mit dir, dann mache ich das gerne. Ja, da Kontakte entstehen sollten. Hier ist es sicher eine gute Idee. Es wäre Gruppe gut eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Wenn sie denn zustande käme, das ist die Frage. Ist das möglich oder nicht? Ja, weil diese Energien so sehr dagegen arbeiten. Immer noch. Oder vielleicht, also es heißt ja, der Kampf wäre schon gewonnen. Vielleicht sind es nicht mal mehr so sehr die Aliens selber, vielleicht sind es diese Programme, die im Gehirn eingesetzt sind, diese Gedankenkontrolle, dass die selbstständig dagegen arbeitet, gegen diese Erinnerungen arbeitet. Das einmal sicher, wenn einmal ein Programm im Hirn ist, das ist psychologisch recht simpel. Wenn du mal was im Hirn hast, kriegst du es nicht mehr so leicht raus und das ist so eine Art Algorithmus, der von selber rennt. Da brauche ich nicht Ich viel. denke aber, dass das also so biomechanische Teile sind. Also es gibt ja Untersuchungen von Implantaten. Das sind Elemente drin, die es auf der Erde nicht gibt. Und das funktioniert so, dass da ein Chip ist, der aber so intelligent ist, dass der sich verwächst mit Nervenzellen. Also das ist was es bei uns ja vielleicht schon gibt. Vielleicht haben es die Wissenschaftler auch schon. Das sind biomechanische Elemente. Und wenn man die im Gehirn hat oder auch sonst irgendwo an Nervenzellen, dann funktionieren die selbstständig. Das ist wie diese Morgellon-Krankheit mit den Spinnen. Mir sind gerade die Borgs von Star Trek eingefallen. Was sind Morgellonen? Was ist das?
Diese Krankheit gibt es, das sind spinnenartige Wesen, Spinnenartige Wesen. die wir im Körper haben. Und diese Ich hab von Morgellon-Krankheit, das sind Menschen, die sich dagegen zur Wehr setzen. Anscheinend haben wir diese Morgellons eh schon fast alle, also diese Spinnen eh schon fast alle in uns. Aber die dieses Krankheitsbild haben, das sind Menschen, die einen Widerstand haben dagegen, wo das Immunsystem dagegen kämpft und das dadurch als Krankheit auffällt. Ich glaube, es heißt, heißen die Viecher Morgellons oder ist es die Krankheit? Weiß ich jetzt Ich nicht. kenne nur die Geschichte, dass wir den Vietnamkrieg gegen irgendwelche Spinnenwesen verloren haben. Das waren nicht die Asiaten, Okay. sondern da haben die Amerikaner gegen Spinnen gekämpft. Auch Okay. irgendwelche Aliens. Das sind die einzigen Spinnen, die wir bis jetzt untergekommen sind. Ich denke, es handelt sich dabei um diese Insektenwesen, wo die. Natürlich, Mantis oder diese Spinnentypen, Insektenwesen gibt es ja scheinbar sehr viele. Es gibt ja auch drin sehr viele Insekten. Das ist klar, dass es Rassen gibt, die insektoider Natur sind. Das ist eindeutig. Davon gibt es sehr viele Zeugnisse. Und das ist ja auch so toll, wie das in unserer Menschheitsgeschichte drin ist, dass so viele Angst vor Spinnen haben. Genauso wie Angst vor Schlangen. Diese Schlangenwesen gibt es ja auch. Bis jetzt waren die Begegnungen von all diesen Arten aber eher in unserer Größenordnung. Das heißt, auch die Mantis, glaube ich, vom Simon Park, sind, so wie ich das verstanden habe, eher, also halt mit denen kann man Kaffee trinken gehen. Ne? Schaut halt ein bisschen aus wie eine Heuschrecke, sitzt aber neben dir auf dem Sessel. Ne? Und also du redest von Dingen im Körper, die müssen ziemlich klein sein. Das muss irgendwie, also das, irgendwie ist das nicht ganz das Gleiche. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir mal Pause machen vielleicht hier an der Stelle, dass man irgendwo mal, ich glaube, wir können da ewig reden. Vielleicht machen wir wieder mal, also schauen wir mal. Ich glaube, es ist einmal gut, oder? Danke dir für die Offenheit, deine Erfahrungen zu teilen und wir hoffen, dass es wirklich vielleicht auch jemand hilft, der das selber bei sich finden kann. Es gibt auch männliche. Die werden meistens eingeladen, von männlichen Entführungsopfer habe ich noch nicht gesehen, aber Männer, die mit irgendwelchen UFOs mitgenommen werden, gibt es viele. Es gibt sehr Entführungsopfer viel. sind. Oh ja, doch. Ja, kennst du Ja, das Wort mindestens hauptsächlich? 50-50. Ach Ja, schau, oh das ist gut. Das ist ja. nur von weiblichen Entführungen bekannt. Die gibt's. Na schau. Da gibt es auch auf YouTube ein Video von Patrick Hübner, der seine Entführungsgeschichte sehr Na, sehr toll gut. darstellt. Also, Na, das das ist gut. ist auch ein deutscher Fall. Ah, okay. Na, schauen wir mal. Ich muss mich da noch mehr vertiefen, stelle fest. Ich bin froh, dass ich die jetzt einmal kennengelernt habe, dass wir da ein bisschen drüber reden konnten. Und ja, vielleicht kann uns auch jemand helfen. Damit machen wir für heute mal Schluss. Gottes Segen, macht es gut. Und wer, wie immer, das ist ein Kommentarding, da kann man auch was dazu schreiben. Solange ihr höflich und nett seid, gibt es auch eine Antwort. Und es würde mich freuen, wenn sich da irgendwas, wenn da irgendwelche Reaktionen sind, dass da irgendwelche Leute vielleicht selber Erfahrungen haben. Ich stimme da dazu, wir müssen darüber reden, wir müssen unser Bewusstsein erwecken. Jeder, der da mitspielt, jeder, der da was zu sagen hat, soll ruhig vortreten. Das ist etwas, was eine gesellschaftliche Bewegung werden muss. Ja, da reicht es nicht, wenn wir zwei da sitzen, da müssen noch viel, viel mehr Leute daherkommen, dass das wirklich ein Erwachen, wir brauchen ein Erwachen in Europa, wie das die Amis schon länger haben. Ne? Ich bin zwar nicht so der Typ, dass wir immer Amerika kopieren, das ist eigentlich nicht so, bin kein Fan davon, aber es geht nicht anders. Das Ja, ist irgendwie das, was wir brauchen. es ist ein Teil der Menschheitsgeschichte und das gehört ans Licht. Ganz genau. Ja. Disclosure. Disclosure Europe. Ja. Amen. Damit genug für heute. Gottes Segen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.